Und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Emergency 5. Und zwar weiterhin mit der Wuppertal-Modifikation, allerdings nicht mit der Map, wie ihr schon aus den letzten Folgen gesehen habt, sondern mit der dementsprechenden Fahrzeugen, die auch dort mitgeliefert sind. Die spielen wir auf der Karte Köln. Ich wollte euch eigentlich zeigen, wie ich den Brandherd unter Kontrolle bekommen habe, wo wir letztens ausgestiegen sind. Leider kurz danach, nachdem ich die Aufnahme beendet habe, zack, boom, bang, war alles weg. Spiel hat er sich verabschiedet. Große Sorry nochmal dafür. Deswegen starten wir jetzt gleich wieder ein neues freies Spiel auf der Karte Köln mit den Fahrzeugen der Modifikation Wuppertal. Links wie immer in der Videobeschreibung dazu. Und ja, eines vorab noch. Natürlich heiße ich euch recht herzlich wieder willkommen. Alle, die neu mit hinzugekommen sind. Und die auch schon lange, lange dabei sind und hier ja, quasi den Kanal wachsen lassen. Ich wollte mich bei euch allen nochmal recht herzlich bedanken. Wir haben die 100 Abonnenten geknackt. Hab vorhin mal drauf geschaut und bin ein bisschen sprachlos. Hätte jetzt nicht gedacht, dass das so ratzfatz geht. Ich hatte mir auch kein Ziel gesetzt, wie auch immer, sondern einfach, meine Leidenschaft in Videos gepackt und ich denke, das sagt euch zu, ne? Nicht nur hier in diesem Spiel, sondern auch vielleicht in dem ein oder anderen Spiel, was wir hier auch noch auf unserem Kanal haben. Homepage ist soweit jetzt auch bald fertig. Ihr habt schon gesehen, es gibt auch einen neuen Sendeplan, schaut auch da einmal rein. Und vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid und dass du wieder mit dabei bist. Und die Community täglich ein Stück und Stück größer macht und der Austausch, die Daumen, die Kommentare. Super, vielen, vielen Dank dafür. So, genug gebrabbelt. Fand ich aber wichtig, dass man das auch definitiv mal kundtut. Und wir legen jetzt los hier und starten wieder das Endlosspiel. So, und zwar lädt er und lädt er und lädt er. Kommt dann gleich nochmal das Intro. Build up. Ne? Immer noch die Kampagne zur Freiwilligen Feuerwehr Ronsdorf. Auch da ein Link in der Videobeschreibung. Schaut einfach mal vorbei, wenn ihr dort mit unterstützen wollt. Ist auf jeden Fall eine coole Sache, dass da auch die Freiwillige Feuerwehr, sagen wir mal, ihr Equipment bekommt und auch den modernen Standards dementsprechend und auch der Lebensrettung, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, weiter ihren Dienst quasi leisten kann. Ne? Schaut da einfach mal vorbei. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. So. Er lädt und lädt und lädt. So. Ja. So. Intro können wir mal überspringen. Das kennt ihr ja schon. Und dann warten wir mal auf unseren ersten Auftrag. Und wollen mal gucken, was unser erster Auftrag sein wird. Verkehrsunfall. Oha. Fahrzeuge sind zusammengestoßen. Oha. Retten Sie die Fahrer aus den Unfallfahrzeugen, versorgen Sie alle Opfer und schleppen Sie die Unfallfahrzeuge ab. Prüfen Sie darüber hinaus anhand Ihrer Aufgabenliste, was sonst noch zu tun ist. So, was haben wir denn hier? Opfer, Sanitäterteam, Wracks abschleppen, Person mit Rettungsschere befreien. Bedeutet, wir schicken erstmal hier Polizei raus, hier die schön gestalteten Fahrzeuge nochmal. Sperren jetzt erstmal großartig alles ab. So, dann würde ich sagen, schicken wir einen Rüstwagen raus. Upsa. Den sollten wir rausschicken, ne? Ansonsten fährt er nicht. Wo habe ich den denn jetzt? Da, Rüstwagen, rechte Maustaste. Alles klar. So, den schicken wir da auch hin. Dann brauchen wir noch Krankenwagen. Die haben wir hier unter Menüpunkt 3. Notarztfahrzeuge. Sind wir mal direkt zwei Stück. So, ihr seht schon, das ist eigentlich Multiplayer. Für die, die jetzt zum ersten Mal heute neu mit dazugekommen sind, auch herzlich willkommen. Und für die, die mit dabei sind, danke, dass ihr mit dabei seid. Die kennen das natürlich schon. Und ich habe mir sagen lassen, dass das Einsatzleiterfahrzeug eigentlich immer hinterher fährt. Deswegen schicken wir es mal zum Schluss dementsprechend raus. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gemacht. Wenn nicht, bitte Kommentare schreiben. So. Dann müssten wir gleich alle mit der Rettungsschere hier befreien. Ich
weiß jetzt nicht, vielleicht schicken wir nochmal ein kleines Löschfahrzeug mit hin. Müssen gleich mal gucken. Ich weiß nicht, ob sich da vielleicht Rauch entwickelt oder irgendwie sowas. Müssen wir auf jeden Fall gleich mal schauen. So, die Einsatzkräfte sind auf jeden Fall auf dem Weg und treffen jetzt gerade ein. Da kommen sie auch schon aneinandergereiht, wie an der Perle. Wir sehen sie unten in der Karte. So, da haben wir den Notarzt. Was geht's? So, platzieren wir mal hier soweit. Was geht's? So, lassen wir mal hier die Kräfte alle aussteigen. Was gibt's? Bin bereit. Wird erledigt. Erwarte Verstanden. Nein, das wollen wir nicht. Erwarte Befehl. Wird erledigt. Schon mal aussteigen. Höre. Jawohl. Hier die Feuerwehrleute aussteigen. Die Polizei sorgt jetzt mal dafür, dass wir hier mal soweit alles großräumig hier umleiten. Bin bereit. Wir haben auch alles schön zugestellt. Da schicken wir auch nochmal einen hin. Ja. So. Da haben wir Leute. Rettungsschere. Wo haben wir die denn? Da. Jawohl. Hier leiten wir den Verkehr mal um. Bin bereit. Zack. Alles klar. Höre. Noch hier. Zack, der Keller raus. Kein Problem. Erwarte Befehle. Den schicken wir mal dahin. So, Keller haben wir soweit. Haben wir den ausgerüstet jetzt hier? Jo. Ja. So, dann schneiden wir alle Wird raus. Wird erledigt. So, rufen wir noch ein paar Krankenwagen. Ich denke mal, wir werden 3 Stück brauchen. Eins. Bin dabei. Nummer 2. Rettungswagen der Berufsfeuerwehr. In Ordnung. Und dann noch einen weiteren. Ich denke mal, wir werden 3 Personen Bin dabei. Haben. Kann der hier ja. ausrüsten? Nee. Vielleicht ein bisschen mehr Personal hingeschickt. Bin bereit. Das wäre vielleicht besser gewesen. So, jetzt haben wir die Person. Bin bereit. Die jetzt gerade rauszieht hier. Da sehen wir es doch mal. Da schickt direkt einen Notarzt hin. Na komm. So, da kann man sich direkt um die Person kümmern. Bin bereit. Der nimmt wieder hier alles auf. So. In Ordnung. Der schneidet auch die andere Person raus. Hier haben wir den 2. Notarzt. Ja. So. Bin bereit. Ja, die können wir dementsprechend hier platzieren. So. Jetzt Höre, verstanden. Aussteigen. Was geht zu Befehl? So, den können wir auch schon mal hier Bin bereit. Was hat die Person? Bin bereit. Oh, ein Schädelbasisbruch. Das ist natürlich richtig krass. Also, da werden wir sie gleich schnellstmöglich abtransportieren. Nein. Zu Befehl dabei. Falsch ausgewählt. Höre. So, den schicken wir jetzt auch dahin. Verstanden. Ja. Und dann befreien wir noch die letzte Person hier aus dem Fahrzeug. Ich weiß nicht, wollen wir da lieber einen Helikopter? Gibt es überhaupt einen Helikopter Bin dabei. Hier? Um die Person da mal abzutransportieren. Ich muss mal kurz schauen. Da ist nichts. Rettungshubschrauber. Ich glaube, den sollten wir vielleicht... Ich weiß gar nicht, ob wir den hier landen lassen können. Wird erledigt. Holen wir den mal, weil Schädelbasisbruch ist natürlich was Heftiges. Höre. Was hat die Person? Ein Schleudertrauma, das geht noch. Bin bereit. Also geht noch, ist relativ, ja, untertrieben. So, jetzt haben wir alle Leute hier Wird gemacht. Befreit. Ja gut, die laden jetzt hier schon auf. Okay. Höre. Wir brauchen jetzt doch nicht den Helikopter. Beziehungsweise kann der hier landen? Mal gucken. Bin bereit. Jo, der kommt da runter. Mal schauen hier. Na, hätte ich lieber mit dem Helikopter abtransportiert. Wir gucken mal, ob wir die Erwarte Befehle. Jawohl. Höre. Hier ist in Arbeit. Lassen können. So, das heißt, den lassen wir mal. Was gibt's? Ja, der kann jetzt gar nicht rein. Das ist doch doof. Höre. Wird gemacht. So, die Person wird sich auch gekümmert. Die eine Person wird schon abtransportiert. Gut, jetzt können wir dann quasi alle abtransportieren. Ich guck mal, was die Person hier hat. So. Erwarte Befehle. Haben wir da irgendwie auch was? Der ist auch schon fertig. Ja. Den können wir wieder einsteigen Sofort. Lassen. So. Die Person wird auch abgeholt. Das heißt, die Leute haben wir jetzt soweit verfrachtet. Was geht's? So. Wir können jetzt abtransportieren. Jawohl. Wo ist der andere Rettungssanitäter? Erwarte Befehle. Er. Können wir wieder hier einsteigen Wird lassen. Wird gemacht. Hier können wir dementsprechend auch wieder alle einsteigen Erwarte lassen. Befehle.
Bin bereit, sofort. So, wir müssen jetzt hier alle drin sein. Das heißt, bin bereit. Feuerwehr kann, glaube ich, soweit abrücken. So, abtransportiert werden jetzt alle. Kein Problem. So, hier haben wir auch Notfallsanitäter noch mit dabei. Zu Befehl. So, die anderen sind schon wieder unterwegs. Jetzt müssen wir noch von der Polizei her. Höre. Wird erledigt. Verstanden. Alle Fahrzeuge abschleppen lassen. Verstanden. Dann haben wir dementsprechend auch alle soweit fertig. Hier haben wir die zwei Personen, die auch ursprünglich da drin waren, drin. Das heißt, die könnten wir schon mal wieder zum Hauptquartier zurückschicken. Auch die Noteinsatzfahrzeuge hier vom Notarzt, die können auch zurück. Bin bereit. Wird gemacht. Einsatzleiterfahrzeug lassen wir nochmal da. So, mal gucken, wann der Abschlepper kommt hier. So, beziehungsweise der übergibt ja dann die Einsatzleitung, übergibt er dann, soweit ich das richtig gelesen habe und auch verstanden habe, dann ja an die Polizei. Das heißt, die Polizei sichert ja jetzt hier soweit alles ab. Und da kann der auch schon zurückfahren. Wird erledigt. Da kommt der Abschleppwagen. Höre. Schleppt dann auch das erste Fahrzeug dementsprechend ab. Weiß jetzt nicht, ob jetzt drei verschiedene jetzt hier kommen. Dann müssen wir gleich mal schauen. So, das Taxi wird schon mal abtransportiert. Der Helikopter fliegt auch soweit weg. So, hätte natürlich die mit dem Schädelbasistrauma dann vielleicht mit dem Helikopter abtransportieren sollen. Wäre da wahrscheinlich auch richtiger gewesen. So, da kommt noch der andere Abschlepper. Und ich denke, hier kommt dann noch der dritte, der dann auch das Fahrzeug hier abschleppt. So, was haben wir hier? Erwarte Befehle. Haben jetzt gar keine Person hier abtransportiert? Doch, sind alle Personen weg. Okay, dann können die auch zurückfahren. Wird erledigt. Hab ich einen zu viel bestellt, wa? So, Fahrzeuge werden abgeschleppt. Ja. Das heißt, der Verkehr kann hier wieder zu Befehl ganz normal fließen. So, wenn der dann jetzt hier auch gleich weg ist, können wir dann auch alles soweit fertig machen. Einsteigen lassen. Ist in Arbeit. Und dann haben wir unsere erste Aufgabe quasi absolviert. So, der wird jetzt hier noch abgeschleppt. Normalerweise müsste man hier jetzt hier noch kehren, aber ich denke mal, ich weiß gar nicht, ob wir das hier auch machen müssen. Weil die ganzen Splitter und so weiter müssen natürlich dann weg. So. Dann schauen wir mal hier. So, los geht's. Ja. Nee, das muss jetzt hier nicht aufgeräumt werden. Polizei können wir auch zurückschicken. Kein Problem. Und dann haben wir unseren ersten Auftrag abgeschlossen hier. Das heißt, drei Unfallopfer abtransportiert, Wagen abgeschleppt. Und um die kümmert man sich jetzt. Einsatzkräfte fahren jetzt zurück zur Hauptzentrale. Und dann mal sehen, was wir dann für einen Auftrag erhalten. So. Da kommt das letzte und dritte Fahrzeugwrack. Da kommt die Polizei. So. Dann haben wir die Aufgabe wohl abgeschlossen, wa? Habe ich irgendwas vergessen? Nö. So, Auftrag abgeschlossen. Und somit haben wir auch diese Aufgabe bewerkstelligt. Das können wir dementsprechend einfach mal. Da kann man echt schon sehr nah ranzoomen. Mal gucken, was unser nächster Auftrag ist. Nach einem Terrorakt sucht die Polizei die Terroristen. Es konnten einige Wohnungen ausfindig gemacht werden, in denen sie sich aufhalten können. Befragen Sie Zeugen aus der Umgebung, um den genauen Standort ausfindig zu machen. Je mehr Zeugen Sie befragen, desto präziser grenzen Sie den Unterschlupf ein. Ah, okay. Suchen Sie dann die richtige Wohnung. Beeilen Sie sich. Lassen Sie die Terroristen nicht entkommen. Oha, Terrorwarnung. Das heißt, wir müssten hier dementsprechend Personen befragen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das die Polizei auch machen kann. Deswegen schicke ich erstmal Polizei hier erstmal hin. Einmal einen Polizeiwagen, dann schicken wir am besten noch einen zweiten. Da können wir nämlich gleichzeitig mehr Leute befragen. Mal kurz warten hier. So, das heißt, wir müssen die gleich befragen, die ganzen Leute, und die grenzen das Ganze dann ein. Hier haben wir auch noch Leute. Das heißt, die könnten wir auch noch befragen. Mal so einen Mannschaftswagen hier. Bin dabei. Da müssen wir, glaube ich, mit dem SEK einrücken, ne? So, da haben wir jetzt hier die Polizei.
So, den können wir mal hier aussteigen lassen. Verstanden. Ja? So, da befragen. Okay. Bin bereit. Die befragen wir. Wir können auch aussteigen hier. So. Bin bereit. Muss natürlich Gas geben, das wäre der maximale Polizei. Bin bereit. Wird erledigt. Beauftragen. Wir haben erste Hinweise. Notruf. Gebäudebrand. Ursache unbekannt. Löschen Sie alle Brände. Wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer der Brände und transportieren Sie beschädigte Fahrzeuge ab. So, wir machen mal kurz Pause, damit wir auch den Überblick behalten. Wir gucken mal kurz bei den Bränden mit dabei. Oha, da brennt wieder was. Da kümmern wir uns dann gleich drum. Ich muss erstmal kurz schauen, mal die Hinweise noch weiter nachgehen. Wo habe ich denn den einen Polizeiwagen noch hingeschickt? Ich glaube, hier müsste einer sein. Das heißt, wir müssen es ja weiter eingrenzen. Hier haben wir auch viel Personal. Bin bereit, zu Befehl. Die lassen wir jetzt gleich einmal aussteigen. So, erstmal alle aussteigen. Und dann mache ich nochmal kurz Pause. So. Das Was heißt, geht's? Der befragt den. Okay. Der Bin befragt bereit. Den hier. Okay. Und dann haben wir nochmal. Wir haben auch so ein paar Gebäude, die schon quasi preisgegeben wurden. So. Wo haben wir denn noch Leute? Da wird noch einer befragt. Wo haben wir noch Polizei? Können wir da noch irgendetwas eingrenzen? Ich schau mal gerade. Da nicht. Okay. Schauen wir hier nochmal, ob wir da irgendwie ein paar Leute haben, die wir noch befragen können. Da vorne zum Beispiel. Ach, die wird schon befragt. Okay. Die wird auch schon befragt. So, und dann gucken wir mal, wie es mit dem Brand hier aussieht. Wo haben wir denn die ganzen Hydranten? Also das Haus brennt. Brand wird, muss gelöscht werden. Hier haben wir Hydranten, Damenhydranten, Damenhydranten. Das heißt, ich würde einfach mal ein Tanklöschfahrzeug losschicken. Also ein LF. So, dann schicken wir mal hier hin. Alles klar. Dann würde ich noch ein Hilfleistefahrzeug hier hinschicken. Wird gemacht. Und vielleicht von hinten, da haben wir auch noch hier zwei Hydranten, die wir dafür nutzen können. So, beziehungsweise, das ist ja das Haus. Da könnten wir dann da auch nochmal einen Löschtrupp hinschicken. Achtung, wo haben wir denn? So, den schicken wir hier hin. Zu Befehl. So, jetzt gehen wir mal hier mit der Fahndung weiter. Und dann machen wir gleich erstmal einen Schnellangriff. Wo habe ich denn hier noch Polizei? Muss mal kurz schauen. So, die Leute werden befragt hier, auch hier. Mal gucken, inwieweit wir dann da Hinweise haben. 6 von 10 Zeugen befragt. Machen wir mal kurz Pause. So, jetzt haben wir noch hier Hinweise. Müssen mal kurz gucken. Der wurde auch befragt. Das Ganze dann so ein bisschen einzugrenzen. Die vollbefragen wir dabei. Auch mal. Den haben wir jetzt hier noch. So, da war noch eine Person, die wird schon befragt. Okay. So, jetzt gehen wir mal zum Brandeinsatz. Hier brennt es schon lichterloh. Sind auf jeden Fall auf dem Weg, die Einsatzkräfte. Pause. So, welche Leute habe ich noch nicht befragt? Also da haben wir auch noch eine Person, die wir befragen können. Da könnten wir dann hier die Kollegen hinschicken. Weil die ja dementsprechend hier schon befragt Zu Befehl. Haben. Erwarte Befehle. In Ordnung. So, jetzt lassen wir einfach mal laufen. So, die Fahrzeuge fahren da jetzt dementsprechend hin. Habe ich jetzt falsch platziert? Nee, oder? Nee, die fahren gerade hin. So, jetzt gehen wir nochmal hier zu den Kollegen. Die schicken wir mal hier hin, weil da haben nämlich auch noch Leute zu befragen. So, die Einsatzkräfte sind hier eingetroffen. Was gibt's? Jetzt sagen wir, machen erstmal einen Schnellangriff. Höre. Hier auch. Kein Problem. Und dann machen wir den ganzen. Was gibt's? Verstanden. Die ganzen anderen Dinge. Erwarte Befehle. Bin bereit. Wird erledigt. Gucken wir mal hier. Bin bereit. Jawohl. So, die fangen schon mal an zu löschen. Wo habe ich den Gruppenführer? Gibt es hier auch einen Gruppenführer? Jo.
Der sorgt quasi dafür, dass wir jetzt hier die Hydranten quasi in Betrieb nehmen. Na komm, einmal. Wird erledigt. Jetzt gehen wir auf die andere Seite. Die löschen auch schon. Wasserversorgung sicherstellen. Was gibt's? Das heißt, der geht daran. Ist in Arbeit. Erwarte Befehle. Der geht daran. Sofort. Bin bereit. Die rüsten wir aus mit Schläuchen. Verstanden. Höre. Ja. Kurze Pause. Ist in Arbeit. Was gibt's? Zu Befehl. So, die werden auch mit Schläuche ausgerüstet. Was geht's? Wird gemacht. Höre. Jawohl. Bin bereit. Zu Befehl. So, die Kollegen auch hier. Was gibt's? Wird gemacht. Höre. Wird gemacht. Erwarte Befehle. Bin dabei. So, jetzt gehen wir nochmal hier zum SEK-Einsatz. Da ja. Jawohl. Da können wir die Leute aussteigen lassen. Die fragen dann jetzt nochmal die Leute. Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen eingrenzen. Wird gemacht. Ja. So, und der, wo hat der noch einen? Der könnte hier noch einen befragen. Wird gemacht. So, da drüben haben wir allerdings auch noch einen. Da können wir auch nochmal hin. So, Brand haben wir gelöscht. Okay, brauchten wir gar nicht so viel machen. Kümmern wir uns gleich drum. Auch hier wurde befragt. Was gibt's? So, dann müssen wir da nochmal hinlaufen. Und dann müssten wir hier irgendwo noch einen haben. Der wurde auch befragt. Und dann können wir das gleich jetzt genau eingrenzen, wo das SEK-Team denn hin muss. Ich denke mal hier irgendwo. Dann werden wir das Sondereinsatzkommando hier mal alles stürmen lassen. Verstanden. So. Mal gucken, was hier übrig bleibt. Ja gut, jetzt habe ich die Kollegen hier alles ausgerüstet. Erwarte Befehle. Da könnten wir dementsprechend wieder alles... Was gibt's? Was gibt's? Wir haben das Versteck der Terroristen nun eindeutig identifiziert. Wir sollten es nun mit dem SEK stürmen. Ja, bin schon bei, bin schon dabei. Das heißt, das werden wir definitiv gleich tun. So, der Brand ist auch gelöscht. Und da kommt das SEK. Was gibt's zu Befehl? So, erstmal alle aussteigen. Bin bereit. Höre. Erwarte Befehle. So. Also die Kollegen werden jetzt hier... Was geht's? Zu Befehl. ...das Gebäude stürmen. Bin bereit. Gucken wir uns das mal an. 1, 2, 3. Ah, drei Leute können noch rein. So. Oha, da geht's ja richtig ab. Sie haben das Gebäude gestürmt. Transportieren Sie nun den Terroristen. Ja. Bin dabei. In einem mehrstöckigen Gebäude sofort. Ist es zu einem Großbrand Höre. Gekommen. Sofort. Es sind mehrere Personen eingeschlossen und es gibt Meldungen zu verletzten Personen. Oha. Löschen Sie die Brände und retten Sie die eingesperrten Personen. So, Freunde. Ich würde sagen, machen wir mal kurz Pause. Das machen wir in der nächsten Folge. Und ja, Brand haben wir erfolgreich gelöscht. Da werde ich gleich die Einsatzkräfte hier abziehen und werde dementsprechend dann dafür sorgen, dass sie auch da drüben einrücken. Werde noch ein paar dementsprechende andere Fahrzeuge dort mit beauftragen letztendlich. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen da und auch einen Kommentar. Ne? Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass du mit dabei warst, dass ihr mit dabei wart. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Emergency. Und bis dahin, tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye, euer Homa.